Dann rufe ich auf den Einzelplan 03, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport. Ich will Ihnen nur kurz die Redezeiten mitteilen, die die Fraktionen angemeldet haben. Die CDU hat 9 Minuten angemeldet, Bündnis 90 die Grünen 10 Minuten, die SPD 10 Minuten, die AfD 10 Minuten, die Freien Demokraten 10 Minuten und DIE LINKE will ihre Redezeit splitten von 5 Minuten und 4 Minuten, das heißt in der Summe 9 Minuten. Ich darf als erstem Redner erteilen das Wort dem Kollegen Günther Rudolph für 10 Minuten. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Mord an Herrn Dr. Walter Lübcke, der versuchte Mordanschlag in Wächtersbach, die Bedrohung einer Frankfurter Rechtsanwältin durch Rechtsextremisten, antisemitische Ausfälle und Hetze zeigen deutlich, der Rechtsextremismus breitet sich aus, auch in Hessen. Das ist eine der großen Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren zu bestehen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und was tun wir in der Politik? Wir haben ja gestern in der Generaldebatte gehört, in Hessen ist ja das schwarz-grüne Paradies ausgebrochen. Probleme gibt es nicht. Wenn es welche gäbe, sind andere schuld. Aber im Bereich der Innenpolitik haben wir ein Problem, und das heißt Innenminister Peter Beuth, um das an der Stelle sehr deutlich zu sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt im Mordfall Lübcke, die Generalbundesanwalt hat dieser Tage wieder erklärt, die Anklageerhebung sei für Anfang März vorgesehen, durchaus Parallelen zum NSU-Fall Halit Yozgat und deren Ermordung im Jahr 2006. Es gibt, ob es tatsächliche Verbindungen gibt, wird man jetzt ermitteln müssen. Aber es gibt Parallelen in der Art der Aufklärung. Herr Innenminister, wie Sie mit dem Parlament umgehen, immer nur Informationen häppchenweise, nur auf Nachfrage, das trägt nicht zur glaubwürdigen Aufklärung und Transparenz bei. Sie haben eine Bringschuld und nicht wir eine Hohlschuld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben natürlich zu untersuchen, was haben die hessischen Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren getan? Haben sie genug getan, um rechtsextreme Umtriebe zu erkennen? Waren sie proaktiv? Haben sie das laufen lassen? Haben sie möglicherweise etwas verschlafen? Das sind Fragen, um die es gehen wird. Der Personalbestand beim Landesamt ist seit 2015 um über 40% gestiegen. Was ist dabei am Schluss rumgekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Und deswegen ist das eine der zentralen Fragen, die wir in diesem Hause auch nach der Anklageerhebung erheben müssen. Weil da gibt es Parallelen zu NSU. Und da will ich mal sagen, nach wie vor ist einer der dubiosesten Mitarbeiter des damaligen Landesamtes, Herr Temme, Mitarbeiter im Regierungspräsidium Kassel, eben der Behörde, dessen Präsident brutal von einem Rechtsterroristen vermutlich ermordet wurde. Und dieser Temme, ich habe ihn im Untersuchungsausschuss vernommen, ich habe ihm gesagt, ich glaube ihn nicht. Lesen Sie heute die FAZ, dann heißt es aus Sicht der Generalbundesanwaltschaft, es gibt Hinweise auch zu Temme. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU hat in 2006, der damalige Innenminister, gesagt, in Nordhessen gibt es keine rechtsextreme Szene. Schön wäre es gewesen, wenn es so ist. Die rechtsextreme Szene in Nordhessen gibt es seit vielen Jahren. Sie muss endlich wirksam bekämpft werden. Das ist unser politischer Auftrag. Im Fall der Morddrohung gegen die Frankfurter Anwältin ist es ein Jahr her. Wir hätten gern irgendwann mal Ergebnisse der Justiz. Ich will auch einmal deutlich sagen, die ein oder andere Entscheidung der Staatsanwaltschaft kann nur Kopfschütteln hervorrufen. Da wird eine falsche Flaggenhissung mal eben eingestellt. Übrigens, ich glaube schon, dass Polizisten intelligent genug sind, zu wissen, wie man eine Flagge aufhängt. Da wird eine Chatgruppe als klein dargestellt. Das wäre nicht außerhalb einer Chatgruppe, wenn man dann rechte Dinge verbreitet. Wir erwarten, dass auch Justizbehörden sensibel darauf reagieren, wenn sich rechte Strukturen breitmachen in diesem, unserem Land. Auch das ist Auftrag eines Rechtsstaates, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Kollegin Faeser hat es gestern zu Recht gesagt, politische Bildung ist ganz wichtig, Aufklärung. Die Herausforderungen des Rechtsterrorismus verändern sich. Sie haben einmal gesagt, Herr Innenminister, Herr Ernst sei abgekühlt. Was heißt das? Na ja, die sozialen Medien gibt es schon ein paar Jahre länger. Warum ist das niemand in den hessischen Sicherheitsbehörden aufgefallen, dass dieser Herr noch unterwegs ist? Herr Markus Hartmann bekam eine Waffenbesitzkarte, eine völlig falsche Entscheidung nach meiner Auffassung, nach unserer, durch das Verwaltungsgericht. Ja,
Wie ist das alles möglich? Die haben sich da weiter umhergetrieben in diesen Bereichen und konnten am Schluss diese schreckliche Mordtat begehen. Der Rechtsextremismus ist eine der großen Herausforderungen, und der müssen wir entschlossen entgegendrehen. Wie hat es Erich Kästner schon Ende der 20er Jahre gesagt? Wir müssen den Schneeball zertreten, bevor die Lawine losbricht. Das ist eine ganz große Herausforderung, der wir uns alle gemeinsam zu stellen haben. Und was sagen übrigens die GRÜNEN dazu? Lautes Schweigen an vielen Stellen. Kollege Frömmrich ist hier und da besser informiert, vermeintlich. Ansonsten innenpolitische Sprecherin, lautes Schweigen. Letzte Innenausschusssitz, dringlicher Antrag von SPD, Linken und FDP, Aufklärungsfall Mord. Kein Ton der Frau Goldbach, der Sprecherin. Sie hat nur den ganz intelligenten Zwischenruf AWO gemacht. Ich sehe den Herrn Wagner vor mir. Wenn das ein anderer gemacht hätte, die Moralinsäure wäre als Fontäne herausgekommen. Wie man so etwas machen könnte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist grüne Aufklärungspolitik. Das ist grüne Aufklärungspolitik. In Berlin wird sich ereifert, da wird immer mehr gefordert, Akten freigeben, vollständige Transparenz. Ein grüner Politiker mehr als der andere und in Hessen lautes Schweigen. Und da will ich Ihnen einen sehr konkreten Punkt machen. Das macht einen dann schon auch sehr betroffen, und die GRÜNEN sollten mal einen Moment darüber nachdenken. Wir haben einen Haushaltsantrag eingebracht zur Einrichtung einer Landesstiftung für Demokratie, Aufklärung und politische Bildung. Kein Ton in der Beratung im Haushaltsausschuss. Hier geht es um ein nachhaltiges Instrument. Wir wollten ein Signal setzen, ja, Symbol, über die Ausgestaltung zu reden. Eiskalt abgelehnt. In Sonntagsreden machen Sie das so, im Montag schmettern Sie alles ab. Was ist das für eine grüne Heuchelei, meine sehr verehrten Damen und Herren? Und deswegen, wir werden uns mit dem Thema Rechtsextremismus, deren Folgen und mögliches Versagen von hessischen Sicherheitsbehörden sehr intensiv in den nächsten Monaten und Jahren auseinanderzusetzen haben. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Sie haben übrigens unseren Antrag für die Einrichtung einer Geschäftsstelle Parlamentarische Kontrollkommission auch mal eben abgelehnt, das, was es auf Bundesebene gibt. Weil ich könnte Ihnen jetzt wieder einmal erzählen, wie wir den Verfassungsschutz kontrollieren sollen. Drei Abgeordnete der Opposition ohne jegliche Unterstützung. Eiskalt abgelehnt. Alles grüne Aufklärung und grüne Transparenz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen auch das ein Armutszeugnis dieser Regierung. Der Innenminister ist auch Verantwortung für die Polizei. Ja, wir haben einen Haushaltsantrag gestellt, endlich die Ruhegehaltsfähigkeit für Polizei wieder einzuführen für die besonderen Belastungen, die dieser Beruf mit sich bringt, eiskalt abgelehnt an der Stelle. Weil die Belastungen der Polizeibeamten sind nach wie vor hoch, hohe Krankheitsbelastung, viele Überstunden, Schicht- und Wechseldienst. Und da ist eine Ruhegehaltsfähigkeit, wie sie in den meisten Ländern kommt, der richtige Weg, um das zu kompensieren, wenigstens partiell. Abgelehnt, eiskalt. Die Rückkehr in der Tarifgemeinschaft. Wir haben auf eine kleine Anfrage von mir. Die Antwort des Staatssekretärs ist eher verhalten. Zu gut Deutsch, eigentlich will man es nicht. Auch das ist ein Signal in Richtung der Bediensteten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Innenminister ist ja auch zuständig als Kommunalminister, als Kommunalaufsicht für das Verhältnis der Kommunen. Und gestern in den Reden haben wir ja gehört, Hessen ist alles ganz toll, die Kommunen schwimmen ja im Geld. Das finde ich dann in der Tat bemerkenswert. Ich habe manchmal den Eindruck, Schwarz-Grün lebt in einem anderen Hessen als das, was die Realität abbildet. Ich will mal zitieren, Herr Präsident, das sind Statistiken vom Landesrechnungshof. Wenn Sie das Finanzierungssaldo der Kommunen in Hessen von 2008 bis 2018, neuere Zahlen liegen nicht vor, gegenüberstellen, Einnahmen und Ausgaben, haben die hessischen Kommunen immer noch ein Minus von 4,3 Milliarden €. Das zeigt, wir haben ein strukturelles Defizit. Die Einnahmen kommunaler Finanzausgleich steigen, aber die Ausgaben steigen mindestens noch mehr. Und das ist ein Problem. Deswegen traktieren Sie mit Schwachsinn, mit falschen Erlassen, das darf ich nicht sagen, die die Gemeinden knechten, mit der Folge, dass die Kommunen permanent an ihrer Gebührenschraube drehen müssen. Und die erste Kommune in Hessen bei der Grundsteuer B 1050 Prozentpunkte macht. Das ist eine Politik zulasten der Kommunen, zulasten der Bürgerinnen und Bürger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Boddenberg, ich sage es ungern. Im Gegensatz zu Ihnen verfüge ich über Kenntnisse aus der praktischen Kommunalpolitik. Ich weiß, wo die Sorgen und Nöte der Kommunen sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Applaus
Und schließlich hat der Innenminister zu verantworten, wobei, da will ich Ihnen ein bisschen in Schutz nehmen, die Redlichkeit sollte man schon zulassen. Straßenausbaubeiträge sind nach wie vor ungerecht, unsozial, gehören abgeschafft. Wir wollen 60 Millionen Kompensation. Das ist darstellbar. Wenn Sie die ganzen Mittel der Öffentlichkeit auf die Hälfte streichen, hätten Sie immer noch genug dafür. Aber das wird von Grün verhindert, weil das ist ein Thema. Über 70 Bürgerinitiativen zeigen, da ist Handlungsbedarf. Und deswegen ist die Forderung der SPD richtig und gut. Und sie wird weiter konsequent aufrechterhalten, Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Herr Innenminister, Ihre Bilanz ist alles andere als gut. Wir werden Sie weiter kritisch beäugen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Rudolph. Ich darf, bevor ich die nächste Rednerin, das wäre Frau Goldbach für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, aufrufe, begrüßen auf der Besuchertribüne unsere ehemalige Kollegin und heutige Landesbeauftragte für Heimat, Vertriebene und Spätaussiedler, Kollegin Margarete Ziegler-Raschdorf. Herzlich willkommen. Nächste Rednerin, wie angekündigt, ist die Kollegin Goldbach für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ihnen stehen 10 Minuten Redezeit zur Verfügung. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich zum Haushalt spreche, was meines Wissens heute auch Thema ist, heute Morgen, ein paar Worte der Erwiderung zu Herrn Rudolph. Ich weiß, es ärgert Sie maßlos. Maßlos, wenn ich an der von Ihnen immer wieder versuchten Eskalationsspirale im Innenausschuss einfach nicht teilnehme. Es ärgert Sie maßlos. Es ärgert Sie maßlos, wenn Ihre Provokationen einfach an uns abprallen. Denn ich möchte einmal eines ganz klar feststellen. Wenn wir im Innenausschuss über die Ermittlungen reden, im Mordfall, im Zusammenhang mit dem Mordfall Lübcke, über das, was der Generalbundesanwalt an Informationen an uns weitergibt, dann gilt vor allem eines. Die Ermittlungen sind beim Generalbundesanwalt. Und ich bleibe dabei, das mag Sie noch so sehr ärgern, ich werde keine Spekulationen anstellen, bevor wir nicht die Ergebnisse der Ermittlungen vorliegen haben. Dann werden wir bewerten. Und dann werden wir kritisch darauf schauen. Schauen wir uns aber einmal die Lage in Hessen an. Wir reden über den Bereich Innenpolitik. Das betrifft vor allem die Sicherheitslage in Hessen. Und wenn wir uns die polizeiliche Kriminalstatistik anschauen, dann haben wir eine so niedrige Kriminalitätsbelastung in Hessen wie seit 40 Jahren nicht mehr. Aber die Bedrohungslage und die Kriminalität werden komplexer. Und deshalb dürfen wir mit unseren Anstrengungen eben nicht nachlassen. Wir haben im Bereich des Extremismus nach wie vor die Phänomene Rechtsextremismus, Islamismus, Salafismus, Linksextremismus, ja, auch Linksextremismus. Denken Sie einmal an die Gewalt anlässlich der Demonstration am letzten Wochenende in Leipzig gegen das Verbot von Indymedia. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die Kriminalität im Internet nimmt zu. Das betrifft einmal Verkaufsplattformen im Darknet, auf denen man von Drogen bis Waffen alles kaufen kann, was illegal ist, aber auch die Plattformen, auf denen Bilder und Videos sexuell missbrauchter Kinder verbreitet und verkauft werden. Man denke an die Plattform mit dem zynischen Namen Elysium. Zur Kriminalität im Internet gehört aber auch die Kommentare und Äußerungen, die Menschen beleidigen, bloßstellen, ihre Würde der Menschen, den Menschen nehmen, die ganze Gruppen von Menschen diffamieren und die sie herabsetzen. Und das ist das zersetzende Gift unserer freiheitlichen Gesellschaft. Außerdem sehen wir, dass sich Polizeibeamtinnen, Rettungssanitäterinnen, Feuerwehrleute und Kommunalpolitikerinnen bei ihrer täglichen Arbeit zunehmend Angriffen ausgesetzt sehen. Sie werden behindert, beleidigt und manchmal sogar tätlich angegriffen. Ein weiteres Phänomen. Nach Unfällen und Brachialdelikten, die in der Öffentlichkeit stattfinden, dauert es nicht lange, bis Videos und Fotos der Opfer im Internet auftauchen.
Das ist widerwärtig und verletzt die Persönlichkeitsrechte der Opfer. Zuletzt haben wir das nach dem schrecklichen Busunglück hier in Wiesbaden gesehen, als ein Passant den zu Tode gekommenen Mann filmte und das Video ins Netz stellte. Auch damit muss dann wieder die Polizei umgehen, indem sie die Täter ausfindig macht und gegen sie vorgeht. Neben diesen Phänomenen, die entweder Straftatbestände sind oder verfassungsfeindliche Ziele verfolgen, sehen wir uns aber mit einem gesellschaftlichen Problem konfrontiert. Und das ist das Problem, die Bereitschaft, andere Menschen abzuwerten, steigt kontinuierlich. Und am deutlichsten wird das eben in den Hasskommentaren im Internet. Und um gegen all dies vorzugehen, brauchen wir zweierlei. Wir brauchen einen Staat, einen starken Staat. Er ist Träger des Gewaltmonopols, und er darf auch, wo es nötig ist, das Recht mit Zwangsmitteln durchsetzen. Aber zweitens brauchen wir eine Zivilgesellschaft, eine selbstbewusste, starke Zivilgesellschaft. Denn die ist das Fundament unserer freiheitlichen Grundordnung. Und Herr Kollege Rudolph, ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Der Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus ist die größte Gefahr, die unserer Demokratie, unserer offenen Gesellschaft und unserer auf Respekt und Toleranz gegründeten Gesellschaft drohen. Dafür brauchen wir aber, um dagegen vorzugehen, ausreichend Personal, und dafür brauchen wir Geld. Und das stellen wir im Haushalt 2020 zur Verfügung. Hessen investiert im Jahr 2020 so viel wie noch nie in den Bereich der inneren Sicherheit. Das sind konkret etwa 1,8 Milliarden Euro. Und das ist mehr als doppelt so viel wie vor 20 Jahren. Wir haben einen stetigen Anstieg der Investitionen in die Sicherheit in Hessen. Das betrifft vor allem die Polizei. Wir werden bis zum Jahr 2025 den Personalbestand aufstocken und werden dann über 16.000 Polizistinnen und Polizisten in Hessen haben. Im Vergleich zu 2014 sind das 18% mehr, also eine deutliche Personalaufstockung bei der Polizei, Schutzpolizei und Wachpolizei. Daneben werden wir der Polizei aber auch Fachleute an die Seite stellen, nämlich Informatiker, Verwaltungsleute, die sie entlasten und die Polizei deshalb mehr Zeit hat für ihre eigentlichen Aufgaben. Wir wollen das Cyberkompetenzcenter weiter ausbauen, und das bekommt 40 zusätzliche Stellen. Der Verfassungsschutz bekommt zusätzliche Stellen, damit er die Beobachtung und Bewertung komplexer Lagen überhaupt leisten kann. Und um das hier einmal klarzustellen, auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen der LINKEN, ja, wir brauchen den Verfassungsschutz. Und deshalb haben wir auch in den letzten Jahren viel dafür getan, dass diese Behörde ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen kann. Jetzt möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Was kann denn die Zivilgesellschaft tun, und wie unterstützen wir die Zivilgesellschaft? Der Staat ist getragen und muss getragen werden von einer Gesellschaft, in der die Grundwerte von Menschenwürde, Toleranz und Freiheit jeden Tag und überall verteidigt werden. Ich nenne Ihnen einmal ein aktuelles Beispiel, wo das Land Hessen reagiert hat, schnell und gut reagiert hat, nämlich bei dem kürzlich an den Start gegangenen Meldeportal Hessen gegen Hetze. Dort können Bürgerinnen und Bürger Hasskommentare melden. Das ist ganz einfach. Man kann da ins Internet gehen und kann, das ist super einfach zu bedienen, einfach melden, was einem im Netz begegnet ist, oder Hasskommentare, die sich gegen einen selbst gerichtet haben. Und ich möchte an dieser Stelle Herrn Staatsminister Beuth mal ausdrücklich meinen Dank aussprechen. Dafür, dass er dieses Projekt mit so großem Nachdruck gefördert und so schnell umgesetzt hat. Wir haben sehr viele Rückmeldungen erhalten, und sie sind allesamt ausgesprochen positiv. Wir sind froh, dass das so gut gelungen ist. Ich möchte noch einmal kurz etwas sagen zu dem Prinzip Verfolgen statt nur löschen, also Hasskommentare, Beleidigungen, Volksverhetzung im Internet. Das heißt nämlich ganz konkret, dass Leute ziemlich verdattert sind, wenn plötzlich zwei Polizeibeamte bei ihnen vor der Tür stehen, wenn sie merken, dass das, was sie im Internet tun, in der realen Welt Konsequenzen hat, dass das verfolgt wird und dass sie die Konsequenzen auch dafür tragen müssen. Und genau das wollen wir in Zukunft tun.
im Internet begangene Straftaten, Beleidigungen, Volksverhetzungen dürfen nicht folgenlos bleiben, sondern werden im realen Leben von den Strafverfolgungsbehörden verfolgt. Und, Herr Rudolph, Sie haben gefragt, was machen denn die GRÜNEN noch so? Wir haben ein riesiges Programm, ein Aktionsprogramm für Demokratie und gegen Extremismus und gegen Rechtsextremismus. In diesem ganzen Bereich Prävention und Demokratieförderung haben wir einen Haushaltsansatz von 8 Millionen Euro. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wesentlicher Baustein ist, um gegen diese Entwicklungen in der Gesellschaft anzugehen, diese Entgrenzung, diese Enthemmung und diese Hasskommentare. Wir brauchen dazu einmal die zivilgesellschaftlichen Partner wie das Demokratiezentrum Marburg, die ganzen vielen anderen Träger, die eine erstklassige Arbeit machen. Und wir brauchen aber auch jeden Einzelnen in dieser Zivilgesellschaft, der eben unsere Werte jeden Tag vertritt und dafür einsteht. Ich glaube, dass wir bei allem, was wir als Land, was unsere Regierung tun muss, was wir Fraktionen anstößen, immer noch sagen müssen, am Ende kommt es darauf an, was passiert in unseren Gemeinschaften, in den Dorfgemeinschaften, in unseren Religionsgemeinschaften, in Vereinen, überall dort, wo wir eben täglich zusammenleben. Denn dort müssen wir zusammenleben. Frau Kollegin, Ihre Redezeit. Einander auskommen. Und dort müssen wir eben widersprechen gegen pauschal diffamierende Äußerungen gegen Ausländerinnen, gegen rassistische Witze, frauenfeindliche Witze. Und vor allem müssen wir widersprechen, wenn antisemitische Äußerungen gemacht werden. Denn das wollen wir in Deutschland nicht dulden. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich kräftiger reingehe als sonst, aber ich hatte es ja angekündigt, dass wir es hier machen müssen. Ich rufe auf den nächsten Redner. Das ist der Kollege Herrmann für die Fraktion der AfD. Ihnen stehen zur Verfügung 10 Minuten. Sie haben das Wort, Herr Herrmann. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Am 26. Dezember 2019 konnte man in den verschiedensten Presseorganen von Börse Online bis zur Zeit Schlagzeilen wie diese lesen. Der Beamtenbund schlägt Alarm, der öffentliche Dienst in Deutschland sei ein Sanierungsfall, der Beamtenbund warnt vor dem Systemkollaps, Hunderttausende Staatsdiener fehlten. Diesen Meldungen lag das Ergebnis einer bundesweiten Verbandsabfrage des Deutschen Beamtenbundes zugrunde, demzufolge derzeit im öffentlichen Dienst 300.000 Menschen fehlen. Und erschwerend kommt laut dem Bundesvorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes, Herrn Silberbach, hinzu, dass in den nächsten Jahren mehr als 1,3 Millionen Beschäftigte in den Ruhestand gehen. Davon betroffen ist auch Hessen. Meine Damen und Herren, eines muss an dieser Stelle klar und deutlich gesagt werden. Der öffentliche Dienst bildet das Fundament für unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie. Unsere Behörden müssen in allen Bereichen staatlichen Handelns für die rechtsstaatliche Erfüllung ihrer Aufgaben sorgen. Dabei bilden insbesondere die Sicherheitsbehörden, allen voran die Polizei, das Rückgrat unseres Staates. Denn sie gewährleisten die innere Sicherheit. Und Schutz und Sicherheit sind eine Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Staatswesen. Nur in einem geordneten und gesicherten Umfeld kann Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Wirtschaft und Kultur die Leistungsfähigkeit in einer Gesellschaft entwickeln, die ohne staatliche Unterstützung und Schutz nicht möglich wäre. In Anbetracht dieser Tatsache sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass dem Bereich der inneren Sicherheit die besondere Aufmerksamkeit der Politik gilt und das Interesse an qualifizierten, leistungsfähigen, zuverlässigen und motivierten Kräften entsprechend groß sein muss. Tatsächlich müssen wir aber feststellen, dass über Jahre hinweg im Bereich der inneren Sicherheit gespart wurde. Und auch die derzeitigen materiellen und personellen Aufstockungen bei der Polizei reichen nicht aus,
um die vielfältigen Aufgaben und Belastungen, die unseren Sicherheitskräften zu bewältigen haben und die weiter anwachsen dürften, für sie sozialverträglich zu gestalten. Schon heute zeichnen sich die Bereiche ab, die eine deutliche Mehrbelastung für unsere Polizei in der Zukunft erwarten lassen. Dazu gehört z.B. die weitere Zuwanderung, verbunden mit einer komplexer und pluraler werdenden Gesellschaft, Clankriminalität, verschiedene Formen des Terrorismus, Internationalisierung von Verbrechen und die Internetkriminalität. Mehr als 3 Millionen geleistete Überstunden pro Jahr durch hessische Polizeibeamte sind schon heute ein Beleg für die sehr hohe Belastung unserer Polizeibeamten. Und das ist nicht nur unsere Meinung, wie auch aus einer Pressemeldung des DBB Landesbund Hessen hervorgeht, in der auch festgestellt wird, dass Arbeitsverdichtung zu Stress führen kann, unter Stress Fehler entstehen und die Gesundheit leidet. Und auch die Zahl der krankheitsbedingten durchschnittlichen Fehltagen aller Beschäftigten der hessischen Polizei ist tatsächlich ein Beleg dafür. Im Jahr 2018 betrug sie pro Person 27,54 Fehltage, wie das Innenministerium auf einer AfD-Anfrage mitteilte und dabei auch erklärte, dass grundsätzlich zu berücksichtigen sei, dass der Polizeiberuf ein gefahrengeneigter Beruf ist und das Risiko, während des Dienstes gefährlichen Situationen ausgesetzt zu sein und sich während des Dienstes Verletzungen, auch mit schweren Folgen, sowie langen Fehlzeiten zuzuziehen, im Vergleich zu den meisten anderen Berufsgruppen deutlich erhöht ist. Vor diesem Hintergrund sollte es für alle Parteien eine Selbstverständlichkeit sein, den Polizeiberuf zukünftig durch eine bessere Besoldung aufzuwerten und attraktiver zu machen. Mit dieser Forderung steht die AfD allerdings alleine da. Nur wir wollen bei den hessischen Polizeibeamten in einem ersten Schritt in den unteren Besoldungsgruppen, die auch am häufigsten an der Einsatzfront stehen, eine deutliche Einkommensverbesserung herbeiführen. Dabei würde auch der Beförderungsstau bei der A10, in dem viele Polizisten häufig über viele Jahre stecken, endlich aufgelöst. Das sind uns Haushaltsausgaben in Höhe von rund 52 Millionen Euro bereits im Jahr 2020 wert. Dabei gilt es nicht nur, die derzeitige Situation der Polizeibeamten durch eine die besonderen Belastungen und Gefahren berücksichtigende angemessene Bezahlung zu verbessern, sondern auch für einen leistungsstarken und leistungswilligen Nachwuchs zu sorgen. Die AfD sieht hier im Gegensatz zu allen anderen im Hessischen Landtag vertretenen Parteien einen dringenden Handlungsbedarf. Die Verbesserung der aktuellen Besoldungsstruktur für die Polizei kann dabei nur der Anfang sein. Erstens, um den erbrachten Leistungen der Polizeibeamten gerecht zu werden und der zunehmenden Unzufriedenheit bis hin zur inneren Kündigung entgegenzuwirken. Zweitens, um zukünftige Leistungsträger zu gewinnen, die sonst ihre berufliche Zukunft in Wirtschaft und Industrie wählen würden. Und vergessen wir auch nicht, auch der Bürger hat einen Anspruch auf eine zuverlässige, leistungsstarke, die Sicherheit gewährleistende Polizei. Und die gibt es nun einmal nicht zum Spartarif, ohne dass die Qualität leidet. Jedenfalls nicht auf Dauer, wie schon heute personelle Entwicklungen in der Polizei erkennen lassen. Leider teilen die Regierungsparteien CDU und die Grünen, aber auch SPD, FDP und DIE LINKE diese Sichtweise von uns nicht. Sie lehnen unseren Vorschlag in einem ersten Schritt, alle mit Polizeibeamten besetzten Stellen der Besoldungsgruppe A9 und 10, um eine Besoldungsgruppe anzuheben, ab. Meine Damen und Herren, ich sage es klar und deutlich. Im Gegensatz zu Ihnen halten wir unsere Polizeikräfte für nicht angemessen bezahlt. Denn es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich als Verwaltungsbeamter oder als Einsatzbeamter meinen Dienst versehe und dabei mit A9 oder A10 besoldet werde. In diesem Zusammenhang sind in einem zweiten Schritt die Erhöhung der Polizeizulage und deren Berücksichtigung als Teil der Versorgungsbezüge notwendig. Die Zulage muss wieder ruhestandsfähig werden. Das sind wir den Menschen, die jahrzehntelang mit Leib und Leben der Sicherheit unseres Landes gedient haben, schuldig. Absehbar muss aber für die Polizei eine eigene Besoldungstabelle eingeführt werden, um generell eine angemessene Besoldung sicherzustellen. Nur so können wir den Menschen auf Dauer gerecht werden, die bereit sind, sich im Dienst unseres Staates besonderen Belastungen und Gefahren für unsere Gesellschaft auszusetzen. Und auch nur durch eine attraktive Besoldung werden wir für diesen anspruchsvollen Dienst geeignete Nachwuchs finden. Qualifizierte Bewerber, die zuverlässig, leistungswillig, leistungsstark und motiviert sind. Bedenken Sie, was ich schon eingangs sagte. Die Polizei ist das Rückgrat unseres Staates, denn sie gewährleistet die innere Sicherheit.
Ohne diese Sicherheit werden wir weder Demokratie noch Rechtsstaatlichkeit auf Dauer gewährleisten können. Anmerken möchte ich an dieser Stelle noch, dass wir vergleichbare Maßnahmen parallel zu Personalaufstockungen in allen sicherheitsrelevanten Bereichen, insbesondere auch im Bereich der Justiz, für notwendig erachten und uns entsprechend einsetzen werden. So fordert z.B. der Deutsche Richterbund mindestens 2.000 zusätzliche Stellen für Richter und Staatsanwälte mit dem Hinweis, dass viele Prozesse erst Jahre nach der Tataufdeckung starteten und jede Woche mindestens ein Tatverdächtiger wegen zu langer Verfahrensdauer aus der U-Haft entlassen werden muss. In diesem Bereich besteht auch ein dringend zu lösendes Problem, für das wir im Gegensatz zu den Regierungsparteien und den sogenannten Oppositionsparteien SPD, FDP und LINKE sofort finanzielle Mittel bereitstellen wollen, nämlich für die Schaffung weiterer Abschiebehaftplätze, die in Anbetracht der hohen Anzahl von ausreisepflichtigen, aber unwilligen Ausländern dringend notwendig sind. Am 25. Dezember 2019 bemängelte Bundespolizeipräsident Dieter Roman fehlende Abschiebehaftplätze gegenüber der Funke Mediengruppe mit den Worten: Gemessen an den 248.000 ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen sind die 577 Abschiebehaftplätze, die es in den Ländern gibt, viel zu wenig. Diese Auffassung teilen wir uneingeschränkt. 2018 standen in Hessen 4.924 nicht ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländern nur 20 Abschiebehaftplätze gegenüber. Wir haben deshalb auch hier einen Änderungsantrag zum Haushalt 2020 eingereicht, der für dieses Jahr zu den von der Regierung geplanten 60 weitere 120 Abschiebehaftplätze vorsieht, für die 30 Millionen € in den Haushalt einzuplanen wären. Hier orientieren wir uns an Bayern, deren Landesregierung Medienberichten zufolge mit 106 Millionen € für den Neubau eines Gefängnisses mit insgesamt 450 Gefangenen rechnet, wobei 200 Plätze für Abschiebungen aus der Haft reserviert sind. Demnach würden die Einrichtung von 120 Abschiebehaftplätzen einem Investitionsvolumen von 30 Millionen € bzw. 250.000 € pro Abschiebehaftplatz entsprechen. Meine Damen und Herren, beide Forderungen, in den Haushalt einzuplanen, sind sinnvoll und notwendig. Sie dienen der inneren Sicherheit. Die hierfür erforderlichen Mehrausgaben sind darstellbar und werden durch Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert, wie die AfD in ihren Änderungsvorschlägen zum Haushalt schlüssig darstellt. Ich fordere Sie deshalb auf, unseren Anträgen zu entsprechen, im Interesse unserer Polizeibeamten, im Interesse unserer Bürger, aber auch im Interesse unseres Landes. Danke. Danke, Herr Kollege Herrmann. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Alexander Bauer. Die CDU hat angemeldet 9 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist immer wieder ein Erlebnis, hinter dem durchaus selbstbewusst auftretenden Kollegen Günter Rudolph von der Konjunktivpartei SPD zu sprechen. Konjunktivpartei deshalb, man könnte, man sollte, man müsste seit Jahren die gleiche Platte. Hier zu wenig, da nicht genug, hier etwas mehr, das Land soll mehr bezahlen. Man kann es nicht mehr hören, weil Sie werden doch Jahr für Jahr von der Wirklichkeit eines Besseren belehrt, meine Damen und Herren. Denn wie sieht denn die Wirklichkeit aus? Nie gab es mehr Geld in Hessen für die innere Sicherheit. Nie gab es mehr Polizei. Nie war Hessen sicherer. Nie war die Aufklärungsquote höher und nie war die Kriminalität niedriger, meine Damen und Herren. Nie gab es mehr Geld für die Feuerwehren. Nie gab es mehr Geld für den Sport. Nie mehr Geld für die Kommunen. Das ist doch die Wirklichkeit, meine Damen und Herren. Und die Menschen wählen Politiker nicht nach dem, was sie sagen, sondern nach dem, was sie tun, meine Damen und Herren. Und wenn ich Sie frage, was tut denn die Politik hier in diesem Land für die Sicherheit, dann frage ich doch einmal selbstbewusst, in welchem Land, wo die SPD regiert, läuft es denn besser? Mir fällt spontan keins ein, meine Damen und Herren. Und wie waren denn die Zustände, als hier die SPD noch das Sagen hatte, meine Damen und Herren? Wie war es denn um die Sicherheit in Hessen bestellt? Da kann man mal schauen, wie es war. Nicht einmal jede zweite Straftat wurde aufgeklärt. Nicht einmal jede zweite Straftat. Und die Schutzleute mussten ihre Sicherheitswesten nach Dienstende den Kollegen übergeben, weil nicht mal genug Schutzwesten für alle Polizisten in Hessen da waren. Das war die Situation, als hier in diesem Land ein SPD-Innenminister die Verantwortung trug. Und solche Zeiten sind Gott sei Dank schon lange vorbei, meine Damen und Herren.
Und deshalb muss man doch sagen, mit Blick auf die Wirklichkeit, natürlich muss man sich anstrengen, um immer besser zu werden. Ganz klar. Wenn man oben ist, muss man versuchen, auch oben zu bleiben und besser zu werden. Und die Polizei und die innere Sicherheit hat natürlich maßgeblichen Einfluss auf die Lebensqualität der Menschen hier in Hessen. Und wir wollen auch weiter dafür sorgen, dass die Menschen in Hessen auch weiterhin gut und sicher leben können. Und wir sind stolz auf die gute Arbeit unserer Sicherheitsbehörden. Wir sind stolz auf die gute Arbeit der Polizistinnen und Polizisten, die sie tagtäglich leisten. Und dafür sagen wir an dieser Stelle auch mal ausdrücklich herzlichen Dank dafür. Wir investieren kontinuierlich in mehr Sicherheit, und dieses Engagement zahlt sich doch auch aus. Die Aufklärungsquote ist von 64,2% auf dem Höchststand. Wir sind eines der sichersten Bundesländer. Die Kriminalitätsbelastung ist rückläufig. Die Gefahr in Hessen, Opfer von Kriminalität zu werden, ist damit so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr, meine Damen und Herren. Das ist Politik dieser Regierung von Schwarz-Grün, und das ist auch Gelegenheit dafür, Danke zu sagen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass die Polizei diese erfolgreiche Arbeit leisten kann. Und an der Spitze des Hauses steht dieser Innenminister, und dieser Innenminister hat eine Erfolgsbilanz, was die innere Sicherheit betrifft, in Hessen vorzuweisen. Und deshalb Dankeschön, Peter Beuth, für diese gute Arbeit. Und weil wir wollen, dass Hessen auch sicher bleibt, meine Damen und Herren, setzt dieser Haushalt 2020 auch die richtigen Zeichen. 250 zusätzliche Anwärterinnen und Anwärter für mehr Sicherheit auf den Straßen. Damit bedeutet das, dass wir vom Vergleichsjahr 2014 im Jahr 2025 rund 18% mehr Polizistinnen und Polizisten haben. Nie geahnte Stellenzuwächse im Bereich der inneren Sicherheit, plus 50 Stellen im Verwaltungsbereich. Bei der Wachpolizei kommt was dazu. Und wir werden die Wachpolizei auch dahingehend stärken, dass wir mit der Wachpolizei auch jüdische Liegenschaften in Hessen besser sichern können. Dazu dient auch ein gemeinsamer Antrag, um das Schutzniveau in Hessen für diese Menschen zu verbessern. Denn eines ist klar, wir wollen und wir beweisen damit, dass wir dafür eintreten, dass alle Menschen, aber insbesondere auch unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Hessen sicher leben können, meine Damen und Herren. Und dieser Haushalt sorgt auch dafür, dass wir die Beförderungschancen innerhalb der Polizei verbessern. 2020 werden bei 399 Stellenhebungen mehr als 600 Beförderungsmöglichkeiten geschaffen und damit zahlreiche Karriereperspektiven ermöglicht. Wir haben natürlich wieder Geld bereitgestellt, für die Überstunden zu vergüten. Und wir werden erstmalig auch Stellen bereitstellen und Geld in einem Änderungsantrag, um das wichtige Thema der Gesundheitsförderung und Prävention im anspruchsvollen Polizeidienst intensiv anzugehen. Meine Damen und Herren, wir wollen und wir werden auch weiterhin die besser schützen, die uns schützen. Und deshalb investiert Hessen auch weiterhin in die Verbesserung der Ausrüstung der Polizei. 2020 sind insgesamt 5 Millionen € für eine Ausstattungsoffensive eingeplant, 10 Millionen € für modernste Dienst- und Schutzbekleidung, Modernisierung der Bewaffnung, 21 Millionen € für die Modernisierung des Fuhrparks, zusätzliche Dienstfahrzeuge. Die polizeiliche Präventionsarbeit wird weiterhin aufgestockt. Damit können wir die Menschen besser beraten, um eigene Präventionsleistungen weiter zu forcieren. Wir haben mehr Geld für die Fortentwicklung der Auswärt- und Analysefähigkeit unserer Polizei, mehr Geld für die Cyberkriminalitätsbekämpfung. Mit einem Änderungsantrag stocken wir noch einmal das Personal für Hessen 3C auf, denn das ist konkretes Handeln. Wir wollen es ernst meinen mit der Bekämpfung von Hass und Hetze im Netz. Wir wollen das nicht nur beklagen, wir werden das aktiv, engagiert bekämpfen und ahnden. Das ist unsere Politik. Wir setzen hier einen ganz klaren Akzent, meine Damen und Herren. Und wir sorgen auch dafür, dass der Verfassungsschutz gestärkt wird. Denn eines ist ganz klar, wir wollen und werden ihn nicht abschaffen. Wer so etwas fordert, hat entweder Angst davor, dass der Verfassungsschutz bei ihm selbst genauer hinschaut, oder er verschließt vor der Wirklichkeit die Augen. Denn wenn man sich die Bedrohungsszenarien ansieht, die Gefährdungslage durch Rückkehrer, durch religiös aufgeheizte Extremisten, die es nach wie vor gibt, die Verflechtung der Kriminalität europäisch und weltweit, fremde Mächte, die auch in Hessen durchaus Aktivitäten nachweisen. Wer das alles weiß und wer das sieht, der weiß auch, was dieser Dienst leistet. Und deshalb sage ich auch an dieser Stelle ganz ausdrücklich, wir sind froh, dass wir den Verfassungsschutz in den letzten Jahren gestärkt haben. Wir haben einen historischen Stellenzuwachs um ca. 42%. Wir haben eine behördliche Umorganisation vorgenommen. Der Verfassungsschutz ist neu aufgestellt. Wir haben im Bereich des Rechtsextremismus eine eigene Abteilung geschaffen. Es gibt ein angesiedeltes wissenschaftliches Analysezentrum für Fragen des Antisemitismus und der Fremdenfeindlichkeit. Dieser Verfassungsschutz macht so viel und so viel Gutes wie noch nie zuvor in diesem Land, meine Damen und Herren. Und er leistet auch erstmalig mit der Neuausrichtung des Verfassungsschutzes in Hessen Extremismusprävention durch Information, durch Aufklärung und durch Beratung, meine Damen und Herren. Das wird intensiv praktiziert und auch ausgeweitet.
Und wir haben deshalb auch jede Form von Extremismus im Blick und stellen 2020 für die Präventionsarbeit die Rekordsumme von über 8 Millionen € bereit. Das waren 2018 gerade einmal 5 Millionen €. Wir stärken damit ganz bewusst das Demokratiezentrum in Hessen, die Rechtsextremismusprävention und auch die Opferberatung. Die Fortentwicklung für die Fortentwicklung des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus stehen künftig über 2 Millionen € bereit. Mit einem Änderungsantrag gibt es noch einen weiteren Zuschlag, meine Damen und Herren. Denn wir wollen ja ganz bewusst, dass diese Landesregierung dem Rechtsextremismus und der Gewalt und dem Hass im Internet weitere engagierte Programme der Prävention entgegenstellen kann. Und ich sage nichts Neues. Für uns ist auch ein Mittel der Prävention die Stärkung der Videoüberwachung. Denn sie schreckt Kriminelle ab. Sie hilft, Straftäter zu überführen, und sie bewirkt auch ein höheres Sicherheitsgefühl, meine Damen und Herren. Mit unserem Änderungsantrag stellen wir auch in diesem Jahr 1,5 Millionen € bereit, damit Kommunen diese Videosicherheitstechnik auf öffentlichen Wegen und Plätzen modernisieren und bedarfsgerecht anpassen können. Die Förderung der hessischen Feuerwehren genießt eine nach wie vor sehr hohe Priorität. Nie gab es mehr Geld für die Feuerwehren in Hessen. Die Garantiesumme ist um 1 Million gesteigert auf nie geahnte 41 Millionen €. Damit können mehr Feuerwehrhäuser, mehr Fahrzeuge gefördert werden. Das ist aktive Hilfe auch der kommunalen Ebenen, denn die ist für den Brandschutzsicherheit zuständig vor Ort. Und wir unterstützen das maßgeblich als Land Hessen mit guten Gründen, meine Damen und Herren. Und neben den Geldern für die Ausbildungsqualifizierung der Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, der Gelder, die in den Brandschutz nach Kassel in die Fortbildungsstätten fließen, in die Jugendfeuerwehrausbildung nach Marburg, die neuen Stellen, will ich ausdrücklich einmal die Ehrenamtsförderung und die Anerkennungsprämie erwähnen. Das sind 2 Millionen € Landesgeld, mit denen wir die Kommunen stärken, dass sie dieses wichtige Ehrenamt, dieses besondere Ehrenamt vor Ort, nämlich Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden für lange Dienstzeiten auszuzeichnen, unterstützen. 2 Millionen € für Wertschätzung für Feuerwehr. Das ist gut angelegtes Geld, meine Damen und Herren. Und wir schätzen Menschen auch wert, die Sport treiben, die sich in Sportverbänden engagieren, die Vereine, die Sportstätten unterhalten, die sie betreiben. Die Landesförderung bleibt auf hohem Niveau erhalten, für das Sonderprogramm Neubau, Erhaltung und Sicherung von Sportstätten weiterhin mit Millionenbeträgen ausgestattet. Und wir stärken auch, das ist nicht neu, die Schwimmbadsanierung, die Hallenbadsanierung mit dem Förderprogramm SWIM. Meine Damen und Herren, ich komme zurück zu meiner Ausgangsthese. Ich sagte bereits, nie gab es in Hessen mehr Geld für Sicherheit. Nie waren auch die Erfolge besser als in diesen Jahren. Wir haben durchaus Anlass zur Hoffnung, dass auch die Kriminalitätszahlen für das letzte Jahr 2019 erfolgreich sind. Diese Regierung setzt seit vielen Jahren die richtigen Weichen, dass die Menschen gut und sicher in Hessen leben können. Diese Regierungskoalition von Bündnis 90 Die Grünen und CDU wird auch mit dem Haushalt 2020 dafür Sorge tragen, dass wir die richtigen Akzente setzen für mehr Sicherheit in Hessen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.